Es handelt sich um eine von der FK koordinierte Operation, an der zwei weitere europäische Agenturen beteiligt sind. Welchen praktischen Nutzen ziehen Sie aus dieser Zusammenarbeit? Das Hauptziel der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur ist die Harmonisierung und Koordinierung der Fischereiüberwachung. Aber unsere Meere sind alle miteinander verbunden. Sie verbinden uns. Unsere Fische kennen keine Grenzen. Und wenn wir auf See arbeiten, arbeiten wir nicht nur in einem Gebiet. Wir müssen immer zusammenarbeiten und uns abstimmen. Die Aufgaben der Küstenwache umfassen daher viele Dinge, die uns alle auf See betreffen. Durch die Zusammenarbeit mit Frontex und der EMSA können wir die verschiedenen möglichen Funktionen in diesen MMOs untersuchen. Wie können wir bei Such- und Rettungsübungen, wie können wir bei einer Ölpest zusammenarbeiten? Im Kern geht es uns aber immer um die Fischereikontrolle und die damit verbundenen Risiken. Bei dieser Übung kommen also nicht nur die Behörden zusammen, sondern auch die Mitgliedstaaten. Deshalb sind wir sehr froh, dass Kroatien, Italien und Slowenien zusammenarbeiten. Denn nur gemeinsam können wir effektiv und effizient sein.